Hallo Leute, hier ist wieder Dexy und es geht weiter mit Donkey Kong Country. Beim letzten Mal sind wir im Bamble-Tempel nicht ganz fertig geworden. Mal schauen, wo ich denn hier was liegen hab lassen. Ja, da oben brauche ich eh schon, oder? Da war nur, ach so, nur ein Rambi. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will dieses Fass wo benutzen. Ah. Gut. Ich schätze mal, das ist es dann. Hä? Wofür braucht man den denn? Oh, das war schon wieder so genial. Ich hoffe, den haben wir jetzt nicht gebraucht, um irgendwo noch ein Bonus-Level zu finden. So, einfach nochmal den ganzen Level im Schnelldurchlauf durch. Ach, verdammt, wahrscheinlich hätte ich. Ja. Wenn jetzt wieder kein Ausrufezeichen ist, weiß ich, wo ich hin muss. Ist okay. So. Hierüber, darüber. Einfach laufen, darüber und hierüber und springen. Und da springen. Und da springen und hier springen. Ist hier alles kein Problem, wenn man sich nicht ganz so blöde anstellt. Das geht, dass uns überhaupt nichts bringt. Oh Gott. Nee, hat alles gepasst. Okay. Affenbande. Da ist nichts? Nö. Wenn ich mich recht erinnere, war das ja das Level mit diesen vielen Bonus-Leveln. Irgendwie 5 oder so. Mal sehen, ob ich die alle finde. Da war schon mal keiner. So. Da kamen Bananen raus. Au. Selten dämlich angestellt. Mal wieder. Ah ja, aber der Level hat eine schöne Atmosphäre. So, ich glaube jetzt einfach mal, dass ich das Fass behalten will. Ja. Da reichte der Glaube allein auch nicht mehr. Super. So, mit dem gleich musste ich jetzt wieder ganz an den Anfang zurück. Ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass da was ist. Wo ich anscheinend nur mit dem Vogel hinkomme, oder? Ja, scheint so. Ist scheint so. Hatte ich das schon mal richtig im Gedächtnis? Ist nur die Frage, wie ich es schaffen will, da mit dem Vogel bis rüber zu kommen.
Ich glaube nämlich nicht, dass man mit dem auf diese Gremlins einfach draufspringen kann und die erledigen kann. Na, mal sehen. Nö. Keine Chance. Gut, dann will ich wenigstens das mit dem Fass schaffen. Wo auch immer das Fass war. Ja. Ja. So war das nicht geplant. Grrr. Ist der gerade rückwärts gegangen? Ups. Egal, ich hätte sowieso noch mal. Kann man diese Gegner nicht einfach mal erledigen und dann bleiben sie auch weg? Ja, geil. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich dieses Fass bis da hinten behalten muss. Wie auch immer ich das anstelle. Und wieder hinstellen und nochmal drauf springen. Und wieder hinstellen und die Gegner töten und wieder aufnehmen. So, hat sich das jetzt hat sich jetzt wenigstens gelohnt? Natürlich nicht. Das war wieder Failerei von der allerbesten Sorte. So, die sind jetzt wieder da, oder? Ja, der zumindest. Der ist mir jetzt aber ganz ehrlich gesagt. Na, 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 na. Mein Gott. Ja, wenn ich daran denke, dass in diesem Level dann noch 4 Bonuslevel an der Zahl ungefähr sind. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 5 waren. Aber auf jeden Fall waren es war es eine ganz schöne Menge. Das Level ist gleichzeitig eines der nervigsten, die ich kenne. Langsam habe ich so das Gefühl, dass ich den Vogel irgendwie abschmeißen muss im richtigen Moment. Oder wie soll ich auf diese Plattform kommen? So, mal sehen, wo ist der erste, den ich nicht getötet habe? Na, wo ist er denn? Da ist er. Gut, solange das der einzige ist. Ui. Ui. Bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ah, geht doch. Winky. Der Frosch, mit dem ich nicht umgehen kann. Ja, natürlich. Ist das so eine Andeutung von wegen, ja, die Leben wirst du in dem Level hier sowieso brauchen. Dann geben wir dir mal lieber ein paar. So vielen kann ich dann auch relativ guten Gewissens das Teil hier aktivieren. Kann das sein, dass es einem sogar Zeit nimmt, wenn man dieses Teil aufsammelt? Ja, natürlich kam ich da nicht mehr hoch. Da habe ich nie aufgepasst. So. Naja, wir haben die Fuchzi wieder voll. Ist doch gut. So, wo sind wir hier? Ah ja. Na, der Strauß kann solche Teile natürlich nicht freilegen. Ist ja verständlich, ne? Ist doch klar.
Nein, 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 nein. Oh. Nochmal? Nee, Gott sei Dank nicht. Gut, dann gehe ich davon aus, dass hier oben kein Bonusspiel wartet. Oh je, da ist gleich so ein Typ. Super, das war auch wieder völlig für umsonst. Donkey Kong Fass ist natürlich auch weg. Ist ja klar. Ich meine, was dachte ich mir da nur dabei? So, das habe ich gesehen, dass man da unten lang konnte. So, da konnte man rein. Das G? Ja, KG. Von Wirtschaft will ich jetzt gerade nichts wissen. So, hier auch nochmal? Nö. Aber da oben geht's nochmal weiter. Warte mal, kann ich hier? Haha. Damit haben wir jetzt 3. Okay. Kommt doch ganz gut voran. Gut, da kann ich nicht. Das war gar nicht mal schlecht. So, noch ein Leben. So, damit haben wir 4 gefunden. So, jetzt stellt sich die Frage, waren es denn 4? Waren es 4? Na, waren es 4? Nein, es waren 5. Gut, da schaue ich auch später nochmal nach. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Affenbande. Ah ja, wieder ein Wasserlevel mit der schönen Musik. Ja, die Donkey Kong Spiele haben alle eine wunderschöne Musik. So, ja, dem Fisch auszuweichen ist es nicht so schwer. Zur Seite Fisch. Sekunde, was war da? So eine Bananen. Okay, die bringen Leben. Von dem her. Ich weiß zwar nicht, wie die bei dem Namen von diesem Level auf Marktaustern gekommen sind. Das sind keine Austern, soweit ich das weiß. Ich glaube nämlich, die heißen Kammmuscheln. Oder? Wenn ich mich täusche, schreib's in die Kommentare. Also ich hätte gedacht, das wären Kammmuscheln. Oder andere Muscheln. Aber. Oder irgendwie Klammmuscheln, keine Ahnung wie die heißen. Aber doch keine Austern. Was rege ich mich eigentlich über Donkey Kong auf? Okay. Früher oder später kommen dann Level, da ist es nicht ganz unberechtigt, wenn ich mich ein bisschen aufrege. So, jetzt haben wir es dann eh schon wieder geschafft. Ja, an den netten Oktopi, oder wie die Mehrzahl von Oktopus war, vorbei. Ja, ong. Marktaustern, ja. Bambi V Rumble. Ja. Müssen wir gegen das Ding hier kämpfen? Warum auch immer ich da jetzt in der Lage war, dieses Fass zu verschmeißen. Da so.
Ha, mit schwarzem Bildschirm besiegt. Traubental, Gorilla-Gletscher. Oh ja, da freue ich mich schon so drauf. Schneefassgletscher. So, hier weiß ich das noch. Kann man hier hoch, da drauf springen und da oben ist ein Fass. Aber in dem Gebiet dürfte ich mir jetzt schon relativ schwer tun. Ja gut, ich habe mich in dem anderen... Hier? Ich habe mich in dem anderen auch nicht leicht getan, aber... Ja, in dem Eisen Schnee- und Eisgebiet, das ist schon nochmal eine ganz andere Sache. Vor allem, weil hier ein Level dran kommt, den ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Erwischt. So, mal sehen, ich jetzt mal das Bereich wieder irgendwo. Ja, wenn es schon nach oben zeigt, dann gehe ich da natürlich nicht hin. Dann ist da natürlich nichts, meine ich. Oh. Wahrscheinlich ist das hier schon der Level. Oh ja. Sehr wahrscheinlich. Er hätte mir beim Namen eigentlich schon denken können. Schneefassgletscher? Hm? Ja, mit denen kann man natürlich keine Geheimgänge öffnen. Warum sollte man auch? Wie ging das? Egal, die kann man auch so töten. So. Sekunde, da will ich noch sehen, was da auf der anderen Seite drüben war. Wow. Ein Bonuslevel. Wieso ging das Ding jetzt kaputt? Ich wollte da unten eigentlich schauen, ob eine Höhle freilegbar ist. Aber okay. Aber okay. Ja. Und auch deswegen war es äußerst unpraktisch, dass jetzt da dieses... Wow. Oh ja, das ist das Level. Wie ich es hasse. Ja, hier war irgendwo ein Donkey Kong Fass. Wow. Noch zwei Versuche und dann mal einen Schnitt. Weil bei dem Level weiß ich, dass ich ein bisschen länger brauchen werde. So. Einfaches Prinzip, draufspringen. Nein, das Ding hole ich mir nicht. Das ist es mir dann doch nicht wert. So, und ja, natürlich geht's böse weiter. Ah, geht doch. Nein! Oh ja, jetzt fängt es an, mies zu werden. Hä? Ach, ich sollte schief schießen. Okay. Gut, probier es nochmal. Vergleich zu anderen Let's Playern habe ich ja wenigstens hier den Vorteil, dass ich ohne Ver... Ja, boy, nee, schmarrn.
Hat schon mal jemand ein Let's Play Together von Donkey Kong 1 gemacht? Weiß ich gar nicht. Wow. Ja, da war das übliche Timing komplett für den Arsch. Wow. Ja, das sah doch richtig aus. Und die kreist da so. Boah. Okay. Ging leichter als erwartet. Natürlich habe ich nicht alles. Ja, die Nachholtour wird lustig. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Donkey Kong Country. Bis dann, Leute. Ciao.